Ich bin gerade aufgestanden. Sieht aus wie ein Mülleimer. Auf jeden Fall wollte ich mal wieder so eine Art Vlogging machen. Und ihr seht jetzt mein ungeschminktes Gesicht. Was ja schlecht geht wegen Corona, Melanie. Ihr wisst ja Bescheid. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich nehme euch mal mit auf meine Haarfarbentour. Sprich, dass ich meine Haarfarbe halt ändere. Im Stream schon oft drüber geredet. Ja, und heute kommt mein Paket an mit der neuen Haarfarbe. Warte, ich muss mal kurz mein Gamble richtig einstellen. Ja, auf jeden Fall werde ich euch zeigen, wie ich meine Haarfarbe auswasche, bisschen blondiere und neu färbe. All diese Dinge in Form eines Vlogs. Ja, und deswegen habe ich hier auch, damit ihr das mal seht, mein Gamble, also so, als würde ich hier wirklich sitzen und vloggen. Das wird lit. Ich sehe aus wie Scheiße. Ich fühle mich wie Scheiße. Ja, zeige ich euch mal, womit ich das alles machen werde. Und dann würde ich dieses Video über ein paar Tage drehen und dann daraus ein Vlog schneiden. Na, erstmal muss ich hier in die Tiefen des Badezimmers. Und ich zeige euch schon mal hier das. Das ist ein Blondierentwickler. Yes, Sir. Ich sag's euch, Vlogging draußen macht irgendwie mehr Spaß. Blondierpulver noch über. Das wird dann zusammengemixt und damit werden dann mein Ansatz blondiert. Und eventuell auch noch ein bisschen von den Haaren. Wenn das dann ist, dann werde ich eine Mischung machen aus diesem Anti-Schuppen-Shampoo. Dann probably diesem Anti-Schuppen-Shampoo noch. Das ist so ein Intensivzeug. Und dann werde ich noch Tiefenreinigungsshampoo aus dem DM holen. Ja, und das Ganze wird dann mit Zitrone noch gemischt und Kokosöl. Ja, und das werde ich dann halt in meine Haare schmieren und dann einwirken lassen. Das zeige ich euch aber dann in dem Video noch. Also später oder morgen oder später. Mal gucken. Und also heute, also das Video seht ihr in einem Stück. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann blondiere ich mir die Haare. Dann kommt die Farbe drauf. Der Lieferant ist da. Ich warte auf ihn. Der kommt den Aufzug. Was machst du hier? Ja, wartet mal. Das da ist. Dicken Kuss geht raus, ein Headshot. Mua. Ihr Shampoo passt noch dazu. Ihre. Ihre. Damn. Captain Carrot. Mit Lucifer. Pink Elephant. Psych Purple. Kauft euch das an. Kaboom Set. Kauft euch das. Kauft euch das alles. Gute Haarfarbe. Sehr gutes Zeug. Hier. Jede Google-Bewertung pflanzt Edgert einen Baum. Da bin ich. Hier drin war ich auch. Da. Und hier drin bin ich auch. Ich habe den ganzen Flyer schon 500 Mal. Und ich habe ein nices Shirt noch bekommen von denen. Mit. Das hier, das habe ich designt. Mal kurz ein Flex, make racism wrong again. Stop racism. I'm excited. Und ich hab Bock. Das wird gut.
Ja, warte ich jetzt noch, weil Chris muss mir noch so ein Tiefenreinigungs-Shampoo. Also er bringt mir das mit, da muss ich nicht raus. Und dann starten wir heute schon mit dem Auswaschen. Nochmal dicken Kuss in den Headshot. Gönnt euch dieses Shirt. Yeah. Hat nicht so viel jetzt gerade mit dem Vlog zu tun, aber halt irgendwie schon, ne? Und noch was. Und zwar dieser frische Headshot-Hoodie. Ey, was geht? Ja, ich muss jetzt noch erstmal, bevor ich das anfange mit meinen Haaren, noch Bilder machen. Mit diesem Pulli. Und noch andere Pullis. Und dann starten wir endlich. Aber ich wollte euch trotzdem das erzählen. Denn in so einem Vlog erzählt man sowas. Was so abgeht, was man so macht, was man dazwischen noch so macht. Und ich muss ja auch irgendwie die Zeit füllen. Ja. Oh Gott, ich muss Musik ausmachen, Urheberrecht. Was geht? Ist ja aus wie Müll. Oh, ich hab da was im Auge. Was ist das? Egal. Sieht aus wie Scheiße. Aber wir fangen jetzt an, das hier irgendwie auszuwaschen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Das ist so ein trashiger Vlog. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich sehe aus wie Scheiße. Ich sehe aus wie 12 ungeschminkt. Okay, let's go. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. So, Freunde der Sonne, ihr werdet jetzt die behindertsten Angles überhaupt sehen für dieses Video. Ich bin jetzt in der Küche. Das ist super unscharf. Dann habe ich hier so eine Schüssel und das geht alles relativ easy. Also, pass auf. Ihr nehmt einfach, was ich euch ja jetzt schon mal erklärt habe, dieses Tiefenreinigungs-Shampoo. Das habe ich mir übrigens nicht geholt, das hat Chris mir geholt, weil Chris ein verfickter Ehrenmann ist. Und das kommt hier in diese Schüssel einfach so rein in dieses Anti-Schuppen-Shampoo. Das kommt dann auch einfach in dieser Schüssel rein. Das sieht so aus. Und das hier habe ich jetzt letztens benutzt, das ist dieses ohne Gedöns. Das hat mir so die Haarfarbe rausgezogen. Jetzt mache ich davon auch noch einen Klicks rein, mal gucken. Und dann, Leute, kommt da Zitrone rein. Das ist jetzt irgendwie mehr so ein Tutorial als wirklich ein Vlog. Aber. Hoppala. Aber das wird schon. Also da kommt diese Zitrone da komplett. Also die muss da rein. Die, no matter what. So, das ist. Da sind dann gleich Kerne drin. Das ist nicht so geil. Machen einfach noch ein bisschen Zitrone rein. Oh, da kommt noch ein bisschen Zitrone rein. So. Und jetzt sind meine Hände voll mit Zitrone. So, und jetzt brauchen wir Kokosöl. Und zwar dieses Bio-Kokosöl. In so eine Tasse. Denn Kokosöl schützt Haare. Was? Und jetzt in die Mikrowelle. Wie ist das? Kokosöl müsste fertig sein. Ja, das ist jetzt flüssig, das sieht man jetzt nicht so gut, aber das kippe ich jetzt einfach hier rein und das muss dann irgendwie in meine Haare. Das machen wir jetzt, aber nicht hier, sondern in meinem Zimmer. Also ich will ja eigentlich gar nichts aufnehmen, weil mein Zimmer aussieht wie ein Stück Müll gerade, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier diese Haarpracht aufbekommen. Und durchkämmen. Ich bin wieder richtig excited. So, damit ihr euch nicht wundert, ich habe da einen Spiegel.
Da kann ich dann sehen, wie viel ich schon eingeschmiert habe. Das sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut. Jetzt muss ich hier diese Frischhaltefolie nehmen und um meinen Kopf wickeln. Letzter Haut-Trick und jetzt waschen wir die Hände und dann sehen wir uns wieder zum Auswaschen. Ja, dann waschen wir das mal ein bisschen aus. So, sieht das jetzt aus? Es sieht in der Kamera ein bisschen heller aus, als es eigentlich ist. Ja, ich werde jetzt schon mal meinen Ansatz blondieren. Und dann vielleicht nochmal diese Methode machen. Jetzt, wie ich das hier so mache, ich nehme dieses Blondierpulver, kippe das dann da rein. Dann kommt hier diese 6%ige Blondierungsentwicklerkacke rein, 1:1. Ja, ich habe das jetzt so verrührt. Ja, also das ist jetzt so, wie das aussieht. Und jetzt muss ich halt warten und das dann auswaschen. Hier ist Chris. Hey! Und ich färbe jetzt meine Haare. Was machst du jetzt, Linda? Ich färbe jetzt meine Haare, Chris. Cool. Mal gucken, ob das cool aussieht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Linda. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ist das Smash Bros. Ultimate für die Switch spielen. Ja, auf jeden Fall sind meine Haare relativ hell, nicht komplett. Aber wir versuchen da jetzt einfach irgendwas zu machen. Drin. Ja, auf jeden Fall muss ich das jetzt einwirken lassen. Kein Papad. Kein Papad? Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. I kinda like it. Ich werde morgen nochmal bei Tageslicht das zeigen und dann denke ich, werde ich noch ein bisschen daran rumschnibbeln und dann kann ich das dann auch endlich mal hochladen. Ey, was geht? Last Step of Haare. Und zwar habe ich mich jetzt schon mal fertig gemacht für ein paar Fotos gleich und ja, wie man sieht, sind meine Haare schön bunt, aber ich habe gar keinen Schnitt mehr drin. Das heißt, ich werde mir jetzt ein bisschen die Haare schneiden, ein bisschen, damit das halt ein bisschen besser aussieht. Dann muss man erstmal meine Schere finden. Okay, ich habe meine Schere und ich werde jetzt nichts Krasses machen, aber auf jeden Fall muss ich hier am Pony ein bisschen was abschneiden. Thank you.
Freunde der Sonne. I kinda like it. Kinda like it. Gucken wir jetzt mal. Tageslicht. Ja. So ist halt der Schnitt ausgefallen. Okay, Freunde, das war jetzt das Ende von diesem. Von diesem Vlog. Jetzt habt ihr mal so gesehen, wie ich meine Haare halt neu mache quasi. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, Stream, Twitch, 19 Uhr, jeden Tag außer Montags und Samstags. Und auf Twitter, Bix30, Instagram, Bix30. Und jo, mal gucken, was ich als nächstes Video mache. Naja, jetzt zeige ich euch noch kurz meine View. Ist sehr Fock-lastig. Fock. Ja, das ist der Hautstory. Danke fürs Zuschauen.